Hallo und herzlich willkommen hier bei So Simple. Mein Name ist Sabine. Vielleicht kennst du mich ja schon von meinem Nähbuch Näh doch einfach oder von meinem Blog sosimple.de. Diesmal nähen wir zusammen so ein wunderschönes rundes Kissen mit Knopf in der Mitte. Das kannst du mit und ohne Schnittmuster nähen. Zum Beispiel, wenn dein Kissen besonders groß werden soll. Für so einen Fall habe ich auf dem Blog eine Anleitung für dich. Und natürlich findest du da auch die ausführliche Bilderanleitung mit allen Maßen, Materialien und Arbeitsschritten. Wir starten damit, das Schnittmuster vorzubereiten. Drucke es auf 100% ohne Seitenanpassung aus und klebe es an der schwarzen Linie zusammen. Du kannst den Stoff auch doppelt falten und dann zuschneiden. Genauer wird es aber, wenn du den Schnitt abpaust, die beiden Viertel aneinander klebst und dann den Stoff im Bruch zuschneidest. Noch ein Wort zur Stoffwahl. Du kannst das Kissen aus einem einzigen Stoff oder aus verschiedenen kleineren Stoffstücken nähen. Wenn du nur einen Stoff verwendest, schneidest du das Rückteil und das Seitenteil natürlich aus einem Stück aus. In dieser Anleitung zeige ich dir aber, wie ich das Kissen aus mehreren Stoffzuschnitten zusammenstelle. Das unterstreicht die besondere Optik und die schöne Kräuselung des Kissens. Du kannst natürlich jeden Stoff verwenden, der dir gefällt. Besonders gut eignen sich aber Baumwollwebware, Leinen, Baumwollbatist, Musselin oder auch Baumwolljersey. Du kannst das Kissen übrigens sowohl mit der Nähmaschine als auch mit der Overlock zaubern. Wenn du mit der Overlock nähst und den Nähten nicht so richtig vertraust, kannst du auch eine Stütznaht mit der Nähmaschine vor die Ovi-Naht setzen. Dann ist es ganz stabil. Außer dem Stoff selbst brauchst du noch einen großen Knopf. Wenn du an der Unterseite des Kissens auch einen Knopf möchtest, brauchst du natürlich zwei. Ich finde, dass zwei Knöpfe dem Kissen eine gute Stabilität und eine tolle Form geben. Im ersten Beispiel habe ich hinten keinen zweiten Knopf aufgenäht. In dieser Anleitung werde ich dir aber zeigen, wie es mit zwei Knöpfen funktioniert. Das kannst du ganz nach Lust und Laune variieren. Dann brauchst du noch eine lange Nähnadel und einen reißfesten Faden zum Einkräuseln des Seitenteils. Das ist ja auch gleichzeitig das Vorderteil. Hier bietet sich zum Beispiel Sternzwirn an. Mein Geheimtipp für solche Kräuselungen ist aber Zahnseide. Die ist richtig reißfest und gleitet gut durch die vielen Stofflagen. Stattdessen kannst du aber auch, wenn du hast, Buchbindergarn verwenden. Das funktioniert auch super. So, jetzt habe ich den Schnitt verdoppelt und klebe ihn an der Kante zusammen. Die untere Kante kommt dann an den Stoffbruch. Wie damit der Stoff zugeschnitten wird, zeige ich dir gleich noch. Ich falte den Stoff für die Rückseite in der benötigten Breite um und bügle den Stoff. Dann schneide ich das Rückteil mit einem Zentimeter Nahtzugabe aus. Wichtig ist, dass die gerade Kante des Schnittmusters am Stoffbruch liegt. Du kannst dir die Nahtzugabe natürlich auch mit einem Lineal anzeichnen, aber ich mache das einfach freihändig und hoffe das Beste. So sollte das jetzt aussehen. Falte den Halbkreis dann nochmal, sodass du ein großes Tortenstück hast. Warum bekomme ich jetzt eigentlich Lust auf Kaffee und Kuchen? Dann bügelst du die Stoffkanten ordentlich. Die Bügelfalten dienen uns gleich beim Zusammenstecken zur Orientierung. Für die Größe des Seitenteils wirst du am besten einen Blick in die Tabelle. Die Größe des Seitenteils richtet sich nach dem Durchmesser des Kissens. Das habe ich vorab alles schon mal für dich ausgerechnet und für 6 Kissengrößen in die Anleitung gepackt. Also klick dich mal rüber. Schneide die Stoffstücke für das Seitenteil zu. Du brauchst natürlich so viele Stoffzuschnitte, dass sie der angegebenen Länge des Seitenteils entsprechen. Die Nahtzugabe von einem Zentimeter ist in den Angaben schon enthalten. Und das sind meine vorbereiteten Zuschnitte für das Seitenteil. Die Zuschnitte stecke ich jetzt an den kurzen Kanten rechts auf rechts aneinander und nähe sie zu einem langen Band.
Diese Kante wird jetzt mit einem Geradstich deiner Nähmaschine abgenäht oder eben auch mit der Overlock. Den dritten Stoffzuschnitt nähe ich natürlich auch rechts auf rechts an. Hier nähe ich übrigens so, dass man die Symbole und Farben auf der Webkante noch sieht. Das gefällt mir einfach immer so gut. Zu den Symbolen und Zeichen auf den Webkanten gibt es übrigens auch einen Blogbeitrag bei So Simple. Kennst du den eigentlich schon? Falls nicht, verlinke ich ihn dir in der Infobox unterm Video. Hier mache ich übrigens zugunsten der schönen Webkante die Nahtzugabe ein bisschen knapper. Aber weil die Webkante meistens sehr stabil ist, ist das überhaupt kein Problem. Ansonsten nähst du natürlich hier alle Nähte mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Die hast du ja vorher auch mit 1 cm hinzugefügt. Anschließend bügelst du die Nahtzugaben auseinander. Wenn du magst, kannst du sie noch versäubern, zum Beispiel mit einer Zickzackschere oder auch mit einem Zickzackstich. Auch die Overlock ist eine gute Idee. Ich mache das hier nicht, weil die Nähte wirklich keiner so großen Belastung ausgesetzt sind. Anschließend falte ich das Seitenteil zur Hälfte und messe die richtige Länge ab. Und hier an der Seite ist der Stoffbruch. Die Stoffreste, die beim Nähen dieses Kissens abfallen, kannst du übrigens auch super weiterverwenden. Auf meinem Blog gibt es jede Menge Anleitungen und Nähideen für Stoffreste. Klick dich da gerne mal durch. Die freien Kanten des Seitenteils werden jetzt wieder rechts auf rechts zusammengenäht und das Seitenteil dabei zu einem Ring geschlossen. Diese Kante wird jetzt abgenäht, Nahtzugabe 1 cm. So sollte das jetzt aussehen. Falte das Seitenteil in Viertel und bügle die Stoffbrüche noch einmal. Die Bügelfalten des Seitenteils werden jetzt auf die Bügelfalten des Rückseitenzuschnitts gesteckt, und zwar rechts auf rechts. Je genauer du jetzt beim Zusammenstecken arbeitest, desto einfacher wird das anschließende Nähen. Es lohnt sich also, hier ein paar Stecknadeln mehr zu verwenden. Übrigens kannst du statt Stecknadeln natürlich auch Stoffclips verwenden, falls dir das lieber ist. Kannst mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie dir diese Anleitung gefällt. Falls du es noch nicht tust, kannst du mir übrigens auch bei Instagram folgen. Klick dich gerne mal rüber, der Link ist unter dem Video. Bei Instagram teile ich nämlich regelmäßig Nähtipps und Ideen. Außerdem hast du da immer die Möglichkeit, auch einen Blick hinter die Kulissen von So Simple zu werfen. Jetzt ist der Stoff des Seitenteils schön gleichmäßig verteilt und ich kann die Strecken dazwischen bündig zusammenstecken. Wichtig ist dabei, dass du die Rundung der Rückseite immer schön sauber an die gerade Kante des Seitenteils angleichst. Du möchtest mehr Anleitungen, Tipps und Schnittmuster? Dann bist du auf meinem Blog genau richtig. Da findest du übrigens auch Anleitungen für Taschen, Accessoires, Kindersachen und vieles mehr. Und natürlich auch Schnittmuster für Erwachsene. Viele sogar bis Größe 68. Und wenn du nicht so gerne Schnittmuster ausdruckst, probier doch mal meine Papierschnittmuster aus. Die bekommst du direkt nach Bestellung per Post nach Hause geliefert. So sollte das jetzt aussehen.
Nähe das Seitenteil mit einer Nahtzugabe von 1 Zentimeter an die Rückseite. Lass dir beim Nähen unbedingt genügend Zeit und achte darauf, dass die beiden Kanten bündig miteinander abschließen. So sollte das jetzt aussehen. Wenn du mit der Ovi genäht hast, ist diese Naht fertig. Wenn du mit der Nähmaschine nähst, dann solltest du die Nahtzugabe noch, wie ich hier, mit Zickzackstich versäubern. Versäubere anschließend auch noch die offene Stoffkante des Seitenteils. Auch hier kannst du mit der Overlock oder mit einem Zickzackstich deiner Nähmaschine arbeiten. Jetzt brauchst du 2 Knöpfe und die Nähnadel mit einem kräftigen Faden. Damit kräuseln wir jetzt die Stoffkante ein. Als erstes sicherst du den Faden mit einem dicken Knoten am Ende. Ich mache da immer so einen Schneiderknoten. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst. Dazu gibt es auch ein eigenes kleines Video. So sieht das dann aus. Wende jetzt die Kissenhülle auf rechts. Und dann kann das Kisseninlet schon eingelegt werden. Achte dabei darauf, dass das Kissen in der Mitte des Bezugs sitzt. Die Mitte der Rückseite markierst du jetzt noch mit einem Stoffmarkierstift. Da sticht die Nadel nachher aus, deshalb brauchst du diesen Punkt als Orientierung. Um die Stoffkante jetzt gleichmäßig einzukräuseln, webst du die Nadel durch den Stoff. Am besten vernähst du den Anfang gut. Es ist auch immer eine gute Idee, das Ende des Fadens ungefähr 10 cm überstehen zu lassen. Dann kannst du Anfang und Ende ordentlich zusammenziehen und dann verknoten. Dann hast du gleich den Faden gesichert. Diese Kräuselnaht verläuft ungefähr 1 cm von der Stoffkante entfernt. Und das machst du jetzt einmal rundherum. Wenn du Lust hast, dich auf meinem Blog umzuschauen, abonnier doch gerne auch meinen Newsletter. Dann bekommst du 2x die Woche frische Nähinspirationen kostenlos in dein Mailfach. Du bist herzlich eingeladen. Ziehe den Faden fest, sodass der Stoff sich schön kräuselt und sichere die Enden mit einem ordentlichen Knoten. Dann fädelst du den Knopf auf die Nadel und stichst die Nadel durch die Kissenmitte hindurch. Die Nadel soll auf der Mitte der Rückseite wieder ausstechen. Ich nähe hier nochmal einen 2. Knopf an, weil das eine besonders schöne Form macht. Beim Nähen drücke ich die Knöpfe immer tief in den Stoff rein. Nähe ein paar Mal hin und her und schlinge dann den Faden ein paar Mal um den Knopf. Dann kannst du ihn vernähen. So sollte das jetzt aussehen. Und schon ist das zauberhafte Kissen fertig. Ich hoffe, du hast beim Nähen des Kissens genauso viel Spaß wie ich. Über einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich natürlich total freuen. Vielen Dank dafür. Sei gerne beim nächsten Video wieder dabei. Bis dahin alles Liebe und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!